die Regierungsklausur in einem Klima guter Zusammenarbeit hat als Schwerpunkt eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Und damit die Regierung auch in Zukunft, nämlich einerseits die Sparmaßnahmen konsequent voranzutreiben, und das ist keine leichte Aufgabe, immer wenn es konkret wird, daher ist das Wort auf konsequent zu richten, und auf der anderen Seite die Stärken Österreichs herauszuarbeiten, das heißt zu investieren. Länder, die versucht haben, das eine oder das andere zu vernachlässigen, haben dafür die Rechnung zu bezahlen. Wer den konsequenten Kurs eines konsolidierten Budgets verlässt, wird mit teuren Zinsen als Konsequenz daran erinnert, und auf den Rücken der Steuerzahler sind dann diese hohen Zinsen für Staatsanleihen besonders unangenehm und unsozial. Auf der anderen Seite, wer die Investitionen übersieht, die zukunftsträchtigen und bedeutenden Aufgaben, bekommt die Rechnung in Form von hoher Arbeitslosigkeit und damit die betroffenen Personen. Beides ist in Österreich daher in einer Zeit, in der das Wirtschaftswachstum zu gering ist, um ausreichend über zusätzlich verfügbare Einnahmen zu verfügen und sie zu verteilen, ist in dieser Zeit dafür zu sorgen, dass wir nicht nur gut durch die Krise führen, sondern auch aus der Krise heraus. Das sagt schon, wir brauchen eine starke gemeinsame europäische Politik. Nichts ist treffender als der Slogan, der damals beim Beitritt Österreichs zur Europäischen Union getroffen wurde: gemeinsam statt einsam. Fast alle großen Fragen des Wirtschaftswachstums, der gemeinsamen Stabilität, des Verbots von Spekulation in vielen Bereichen, die gemeinsame Kontrolle der Banken und Finanzmärkte, die Betrugsbekämpfung, ein Wort, das man gar nicht oft genug unterstreichen kann, nämlich, dass einige in diesem Europa statt Steuern zu zahlen, das Geld für Honorare ausgeben, für Wirtschaftsprüfer, wie sie am besten in Steueroasen kommen und wie sie möglichst wenig Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. Also all diese Fragen der Zukunft Europas, der Wirtschaftskraft, des Sozialmodells Europas brauchen eine Lösung, die unterschiedlicher in den Auffassungen nicht sein könnte, aber die eines zum Ziel hat, nämlich gemeinsame Lösungen. Einzelne Länder wie Österreich können sinnvollerweise nicht einmal die Finanztransaktionssteuer einführen, sondern müssen das mit einigen anderen Ländern gemeinsam in Europa machen, am besten natürlich weltweit. Also das zeigt schon, wer den Menschen verspricht, die Aufgaben, die vor uns stehen, national ganz alleine zu lösen, der belügt sie. Es gibt bei den meisten grundlegenden Fragen nur gemeinsame Vorgangsweisen. Und daher haben wir auch über Fragen der Europapolitik gesprochen, und das war jedenfalls ein wichtiger Punkt unserer Regierungsklausur. Kommen wir aber zu den Hausaufgaben, die wir zu erledigen haben, wenn ich von Beschäftigung und Investitionen spreche. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes, des Wohnbaus, wenn ich den nur mit 276 Millionen Euro anführen darf, Fortführung der Infrastrukturoffensive in schwierigen Zeiten, wo es verständlich wäre, wenn wir sagen, können wir da nicht ein bisschen aussetzen. Aber gerade bei der Infrastruktur, das ist so ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort und für ökologische Zielsetzungen, ist die Modernisierung, insbesondere der Ausbau des Schienennetzes mit 10,7 Milliarden Euro, ein wichtiger Beitrag auch für die Beschäftigung und für den Standort. Über die Offensivmaßnahmen für Wachstum und Beschäftigung wird der Herr Vizekanzler etwas sagen, auch über die Einhaltung von gegebenen Versprechen und Ankündigungen. So schwer das immer fällt, dann trotzdem die finanziellen Mittel dafür bereitzustellen, wie für die Familien, wird ebenfalls der Herr Vizekanzler Stellung nehmen. Zum Arbeitsmarktpaket möchte ich noch sagen, dass 350 Millionen Euro im Bereich des Sozial- und Arbeitsministeriums
speziell umgeschichtet und damit eingesetzt werden soll für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist genauso wichtig wie auf der anderen Seite die Ausbildungsgarantie für junge Leute, verbunden mit der Einführung einer Ausbildungsverpflichtung bis zum 18. Lebensjahr ins Leben zu rufen. Rund 10.000 Jugendliche jährlich sind weder in einer Ausbildung in dieser Altersgruppe bis 18 noch in einer Beschäftigung. Und daher ist diese beiden Maßnahmen, das Ausbildungspaket in Form einer Garantie für junge Leute, die keine Lehrstelle finden, mit uns gemeinsam in einer Ausbildungseinrichtung, von uns gemeinsam auch dieses Angebot zu bekommen, auf der anderen Seite aber die Verpflichtung, ebenfalls ein wichtiger Punkt. Ich könnte Ihnen noch viele Beispiele sagen, die wir sehr ausführlich bei dieser Regierungsklausur besprochen haben, die diese beiden Punkte, mit denen ich eingeleitet habe, zum Ziel haben. Sparsamkeit heißt nicht, dass man allen Menschen recht tun kann. Es ist falsch verstandene Harmonie, wenn man glaubt, man bekommt beim Sparen Zustimmung. Bei der Überschrift schon, aber wenn es dann konkret wird, egal ob es um Beseitigung von Doppelgleisigkeiten geht, ob es bei der Durchforstung der Subventionen oder Förderungen immer wieder einzusparen ist, müssen wir uns darauf verlassen können, dass Sie, und Sie können das ja gut beurteilen, die Regierung dabei beobachten, dass da nicht der eine, das was ein bisschen unangenehm ist, auf den anderen abwälzt und umgekehrt, so nach dem Motto, das Gute sind wir, das Negative ist der andere, sondern dass Sie den Teamgeist nicht spüren, indem Sie das Gefühl haben, jetzt gibt es gar keine politischen Unterschiede mehr zwischen zwei Parteien. Nein, es muss etwas zwischen Streiten und Kuscheln liegen können, nämlich arbeiten, aufrichtig für das, was wir versprochen haben. Und das haben wir sehr intensiv, sehr in die Tiefe gehend und in einer sehr guten Atmosphäre bei dieser Regierungsklausur bewältigt.